Willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play Spin Tires. Ich habe mich jetzt zu diesem Transporter begeben und habe mich mal umentschieden. Ich würde jetzt schon, weil da oben findet man ja auch schon das Ziel, die Werkstatt und noch eine andere Werkstatt. Also vier Werkstätte sind es hier so, ja. Dann müsste ich hier halt zur Stammausgabe, denn hier rüber. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal hier diese Stammausgabe fertig und dafür nutze ich natürlich hier erstmal die ganz normale Straße dafür. Das heißt, ich versuche jetzt hier dieses Fahrzeug darüber zu boxieren. Und zwar machen wir uns mal hier so einen Wegpunkt. Jetzt mal hier noch mal einen Wegpunkt und da und dann soll er hier lang fahren. Genau. Gut. Und wie gesagt, macht das alles von hier aus. Mal sehen. Fortschritten. Dann brauchen wir den Punkt hier. Machen den da ran. Und dann soll er mal die Kiste starten. Und jetzt fahren wir mal über die weite Strecke des Flusses. Oh, das wird so ein Spaß. Natürlich kriegt er jetzt einen Schaden. Das findet er nicht so lustig. Deswegen versuche ich mich hier so ein bisschen mal zu beeilen. Der gefährliche Wasserstand da hinten, Jude, macht mir jetzt wenig Sorgen. Wir müssen ja nur einmal rüberkommen. Aber wenigstens, dass ich das mal gezeigt habe. Oh, der ist komplett weg. Ach du Scheiße. Gut, die Kiste, die kannst du nicht so gut, okay. Aber wir haben es ja gesehen, wie geschafft. Aber, verdammt, das Ding ist komplett nass. Komplett unten. Ich hoffe, die haben die Scheiben umgelassen. Meine Güte. So viel Aufregung. So, jetzt ist ja nur noch ein Katzensprung bis zur nächsten Stelle. Kannst du mal da hinten noch ein bisschen Gas geben, genau. Aber, also es ist schaffbar, wenn ich hier Holz rüberbringen will. Die Karren müssen halt nur komplett in Ordnung sein. Bewegt sich nicht mehr. Oh, warte mal, wir machen es anders. Lass mal den erstmal hier kurz stehen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein dickes Problem hier. Gibt es irgendwas, wo wir uns ranhängen können? Nö, gibt nichts. So, vielleicht. Aber wir müssen da lang, okay. Ja, denn. Also den Weg hier können wir nicht nach oben nutzen, der ist zu steil. Da müssen wir den anderen nutzen. Gut, versuchen wir mal so. Alles klar. Oh, nee, warte mal, ich habe noch eine Idee. Jetzt mal den mal ganz kurz, bis wir dann wieder hier vorne Grip haben. Oh, es wird doch schon wieder dunkel.
kämpf dich nach oben, du schaffst es schon. So, dann versuche ich von hier aus irgendwie den Laster da frei zu kriegen. Hier ist ja eher seichtet ihr besser. Ja, und jetzt versuchen. So. Alles klar. Ja. Der bewegt sich sowas von gar nicht mehr. Der mag nicht mehr. Gleich werde ich wieder ein Teilgang. Den habe ich so festgefahren da hinten. Alter. Mann, ey, das gibt's nicht. Aber warte mal, vielleicht kriegt ihr ja hin, dass er noch mal ein Stück zurückfährt. Genau. Nee, der ist so festgefahren hier. Meine Güte. Ist hier irgendwo ein Baum in der Nähe? Nö, natürlich nicht. Vielleicht, wenn ich den hier irgendwie abstelle. Genau. Und versuche jetzt hier. Ja, bewegen tut er sich schon mal. Er ist so festgefahren hier. Wie kriege ich den jetzt da raus? Das ist die obergeile Frage. Okay, hier machen wir fortgeschritten, wieder Fahrzeug wechseln. Hier machen wir mal. Lassen wir mal den Motor an. Oh ne, ist nicht euer Ernst jetzt hier. Ist das Ding auch noch kaputt oder was? So, haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Baum? Scheint nicht so der Fall zu sein. Na gut. Vielleicht, wenn ich den da hinten rüberfahre. Der kommt wahrscheinlich gegen die Strömung nicht an. Ich muss ja bedenken, dass er hier bergauf muss wieder. Gucken wir mal, wie weit er kommt. Jetzt versuchen wir mal. Da passiert nichts. Es war also keine gute Idee, hier dieses Fahrzeug
dazu zu nutzen, das andere Fahrzeug hier rüber zu kriegen. Was ich aber machen könnte, hallo? Das wäre eine Möglichkeit. Damit kriege ich den auf jeden Fall schon mal hier hoch. So. Dann habe ich wenigstens weiter unten, oben wieder ein bisschen Grip. Vorausgesetzt natürlich, die kommen dann wieder raus. Momentan nicht der Fall ist. Ich glaube, den Tanker kann ich gleich nochmal hierher fahren, denn dann mache ich nochmal eine Kehrtwende. Alles nur, weil ich so ein bisschen rumexperimentiere. Also jetzt mit dem Fluss, das ist echt die Hölle. Wenn ich jetzt die Karte Flut spiele, da wird es dann richtig interessant. So. Von hier aus würde ich jetzt das Ding ziehen. Genau, den Stein nutzen wir mal. Ne, den können wir nicht nutzen. So. Gut. Und jetzt müssen wir wieder eigentlich nochmal ein Stück ran. Also gut. Wenigstens auf dieser Platte will ich hier bleiben. So, versuchen wir mal. So, Handbremse ist an. Komm schon, drück den weg. Komm her hier. Wasserbeschädigt Fahrzeug. Fischer. Kriegt der doch mal ein Achievement für. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Hänger? Ja, den muss ich so irgendwie mal holen. Ist ja jetzt ein ganz gutes Stück rangekommen auf jeden Fall. So. Dass wir wieder auf festem Untergrund sind, genau. Handbremse. Und dann ziehen wir der letzte Dreck nochmal raus. So. Na denn? Na ne, damit ziehe ich mich ja selber weg. Komm. Na los. Komm hoch da. Aber ich ziehe mich ja selber weg. Scheibe, ey. Immer schön behutsam. Ich habe aber noch eine dritte Option, die ich machen kann. So. Denn dagegen. Von hier aus vielleicht. Ob das eine Option ist. Ja, ich bin noch ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Ja, das gefällt mir. Ja, komm zu Papa. Bist ja auch schon durchgeweicht genug hier. Dann holen wir den Rest jetzt hier hoch. Ja, nur noch ein Stücke. Nur ein Stücke. Komm. Ja. Ach, ey.
Wurde auch mal Zeit hier. So, die sieht ja wohl schon zermürbelt aus hier. Ich würde sagen, jetzt brauchen wir nur noch den Hänger. Aber den Fisch war erst in der nächsten Folge raus. Boah, ich brauche was zu trinken. Also bis denn.